Gestern waren die klassischen Versionen dran, also der A340-200 und der A340-300. Und wie erwartet kam das Video ziemlich gut bei euch an, weil viele von euch scheinen den Flieger wirklich zu mögen. Finde ich auch sehr nachvollziehbar. Und deswegen wollte ich euch nicht wahnsinnig lange auf die Folter spannen und wir machen heute direkt weiter mit den überarbeiteten Versionen und sprechen mal ausführlich über den A340-500 und den A340-600. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und gestern haben wir ausführlich über den A340-300 gesprochen. Das Grundmodell der A340-Reihe, gut 63,5 Meter lang und bietet in der klassischen Drei-Klassen-Konfiguration Platz für knapp unter 300 Passagiere. Bei einer Reichweite von etwas mehr als 13.000 Kilometern. Scheint schon mal ein recht brauchbares Flugzeug zu sein, nur als Referenz, Frankfurt-Buenos Aires sind ungefähr 11.500 Kilometer Luftlinie. Und über den größten Vorteil des Fliegers, welcher aber wirklich eigentlich nur bis so Ende der 1980er Jahre galt und damit für den A340 als solches ja gar nicht wirklich nutzbar war, über den haben wir gestern auch schon gesprochen und das waren die vier Triebwerke. Tja, und es gibt tatsächlich Fluggesellschaften, die noch bis Mitte der 1990er Jahre, also in einer Zeit, in der es schon Boeing 767 und auch die erste 777 schon gab, durchaus immer noch damit geworben haben, dass der A340, mit dem sie auf Langstrecke gehen, durch zwei zusätzliche Triebwerke im Vergleich zum Beispiel zur Boeing 767 auch ein erhöhtes Maß an Sicherheit geben würde, wenn man damit so lange übers Wasser fliegt. Und das war spätestens zu dieser Zeit wirklich mehr Werbegag als Realität. Und es half auch alles nichts, der A340 musste zu dieser Zeit schon sehr stark unter der effizienteren Konkurrenz leiden, die jetzt aufgrund gelockerter ETOPS-Regularien auch wirklich endlich mal effizienter fliegen durfte, wenn es um Strecken zwischen Europa und Nordamerika zum Beispiel ging. Aber dazu später nochmal mehr. Erst einmal befinden wir uns jetzt kurz vor der Jahrtausendwende. Der A340 in seinen klassischen Versionen als A340-200 oder A340-300 brachte nicht den erhofften Erfolg. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann sah man auch hier schon, nicht einmal 9 Jahre nach dem Erstflug dieses Flugzeugtyps, dass die Lage wirklich nicht gut für diese Maschine aussah. Dabei war es doch eigentlich ein so gut gebautes Flugzeug und Airbus entschied sich an dieser Stelle dann dafür, aus dem A340, aus der Basis, nochmal alles rauszuholen. Gerade wenn man sich dann mit diesem Flugzeug ans Limit wagt und wirklich ein großes Langstreckenpassagierflugzeug mit wirklich viel Platz baut und mit einer noch nie dagewesenen Reichweite, dann können ja nur vier Triebwerke die Lösung sein. Wie sonst soll man etwas so Schweres, so gut gebautes, so modernes und fähiges in die Luft kriegen, wenn nicht mit vier Triebwerken? Man wurde eines Besseren belehrt, aber fangen wir erstmal an. Erst einmal mit der Idee zum A340-500. Man nahm sich den A340-300 Rumpf, also die Basis des Flugzeuges, und verlängerte diesen nochmal um 4,20 Meter. Damit schaffte man nicht nur mehr Platz für Passagiere, jetzt hatte man in der klassischen Drei-Klassen-Konfiguration Platz für ungefähr 315 Leute, sondern man schaffte natürlich auch Platz im Bauch des Fliegers für zusätzlichen Treibstoff. Man schuf damit also den A340-500, ein Flugzeug, was nun knapp 68 Meter lang war und beim Start ganze 368 Tonnen wiegen durfte. Damit war der A340-500, wenn er voll beladen war, nur etwa 30 Tonnen leichter als eine vollbeladene Boeing 747-400 und fast 100 Tonnen schwerer als seine Basis A340-300. Da wundert es natürlich nicht, dass Airbus an vielen Dingen doch noch mal ein bisschen was ändern musste, zum Beispiel an den Tragflächen. Diese wurden von der Form her beibehalten, aber um gut 20% vergrößert. Somit vergrößerte sich auch die Spannweite des Fliegers auf jetzt knapp 63 Meter. Das mittlere Hauptfahrwerk des Fliegers bekam eine zusätzliche Achse bzw. damit zwei zusätzliche Reifen, sodass der A340-500 nun ganze 14 Stück davon hat. Und durch den zusätzlichen Platz für zusätzlichen Treibstoff konnte auch die Reichweite auf über 16.000 Kilometer erhöht werden. Damit kann ein A340-500 mit allen Leuten an Bord, die da so reinpassen, gut 3.000 Kilometer weiter fliegen als eine Boeing 747-400. Das lohnt sich aber natürlich erst alles bzw. kommt überhaupt erst zum Tragen, wenn man mit diesem Flugzeug überhaupt so weit fliegen möchte. Ja, und jetzt kam man um ein leidiges Thema natürlich nicht drum herum. Wir haben gestern uns schon ein bisschen über die Triebwerke des A340-300 lustig gemacht, die den Flieger jetzt echt nicht gerade in die Höhe schießen lassen. Die waren von Anfang an am Limit und deswegen mussten jetzt für den neuen, deutlich schwereren A340 auch neue Triebwerke her. Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce baute dann für Airbus für den A340 in der 500er und 600er Version die Triebwerke der Trent 500 Reihe. Nur mal so zum Vergleich, Schub bzw. die Kraft eines Triebwerks wird ja immer in Kilonewton angegeben. Rekord hält das GE90 115B Triebwerk mit 569 Kilonewton.
Und der A340-300, der hatte ja 4 CFM56 Triebwerke, also die Triebwerke, die man auch unter der Tragfläche des A320 findet. Die schaffen beim A320 gut 135 kN, beim A340-300 dann gut 150 kN. Und jetzt die neuen Triebwerke von Rolls-Royce, die der Trent 500-Reihe für den 500er oder 600er A340, die schaffen dann direkt mal so um die 250 kN. Also gut 100 kN mehr als die des A340-300. Sind aber nicht mal halb so stark wie das GE90 115B-Triebwerk, aber das spielt eh in einer anderen Liga. Die gestiegene Kraft zeigt sich visuell im Fandurchmesser, der beim A340-300 noch bei 1,74 Meter lag und jetzt beim A340-500 bzw. 600 mit den Trent 500-Triebwerken auf 2,47 Meter ansteigt. Das sind damit dann auch die optisch am besten erkennbaren oder die ja, ganz klaren Unterschiede zum A340-300. Alles so ein bisschen größer, vor allem Fahrwerk und Triebwerke. Singapore Airlines flog genau mit diesem Flugzeugtypen lange Zeit den längsten Linienflug der Welt. Das ist die Strecke von Singapur nach New York, die bald auch wieder mit dem A350 ULR bedient wird, dann aber hoffentlich wirtschaftlich. Der A340-500 hatte da bei Singapore Airlines dann zuletzt 100 Business Class Sitze an Bord, also eine Einklassenkonfiguration, aber halt eben nur Business Class, und legte die gut 17.000 Kilometer in so um die 18,5 Stunden zurück. Ja, das klingt schon mal ziemlich beeindruckend, ist aber auch sehr unwirtschaftlich gewesen. Die Strecke wurde dann 2013 eingestellt und die nicht einmal 10 Jahre alten Flugzeuge wurden dann ausgeflottet. Verkaufen konnte Airbus von diesem Flugzeugtypen, der von Anfang an eine Nische bediente und auch von Tag 1 an im Schatten der Boeing 777 stand, nicht sonderlich viele, und zwar nur 35 Stück. Ja, und dann gab es ja noch einen, den A340-600. Das Beste haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben und das, obwohl der A340-600 noch vor dem A340-500 in der Luft war. Der 600er hatte seinen Erstflug im Jahr 2001, der 500er im Jahr 2002. Und das ist ein A340, der nochmal 7,50 Meter länger ist als der A340-500. Damit ist der gut 12 Meter länger als der A340-300, was ja eigentlich die Basis ist. Und das Flugzeug musste so lang sein, weil es für die Fluggesellschaften einen wirklich ernsthaften Ersatz für die Boeing 747 darstellen sollte. Und das ist schon mal eine ziemlich spannende Aufgabe. Airbus baute damit zu diesem Zeitpunkt das längste Passagierflugzeug der Welt. Der Flieger ist nochmal gut 3 Meter länger als ein A380 heute. Und auch heute ist der A340-600 noch immer das drittlängste Flugzeug überhaupt, nach der Antonov AN225 und der Boeing 747-8. Mit dem gleichen Abfluggewicht wie beim A340-500 bot der A340-600 in einer klassischen Dreiklassenkonfiguration Platz für fast 400 Passagiere und eine beeindruckende Reichweite von gut 14.000 Kilometern. Und Airbus sorgte mit jedem kleinen Trick dafür, dass im A340 noch mehr Platz war. Der A340-600 bietet zum Beispiel aufgrund seiner schier unendlichen Länge und der Möglichkeit sowieso sehr viel Gewicht rausschleppen zu können, die Fähigkeit, mehr Fracht mitzunehmen als eine Passagier 747. Und wenn man da unten sowieso gleich so viel Platz hat, dann stellt man die Toiletten nach unten. Diese Möglichkeit gibt es im A340-600, ist bei Lufthansa in jedem A340-600 umgesetzt. Das bedeutet, aus der Kabine kann man mithilfe einer Treppe in den Keller gehen zu den Toiletten. Das sorgt nochmal für mehr Platz, für 5 zusätzliche Sitzreihen. Und das ist, soweit ich weiß, ziemlich einzigartig. Aber auch mit den Toiletten im Keller konnte der A340-600 nicht bei vielen Airlines überzeugen. Die 777-300ER, also die erfolgreichste Version der 777, hatte im Jahr 2003 ihren Erstflug und war damit nur 2 Jahre später dran als der A340-600. Und war für so ziemlich jede Fluggesellschaft die bessere Wahl. Kurz nach der Jahrtausendwende zog dann der sowieso gestiegene Ölpreis nochmal richtig an und die ETOPS-Regularien wurden gelockert, beziehungsweise gelang es den Flugzeug- und Triebwerksherstellern mittlerweile viel größere Zeitspannen mit viel zuverlässigen Triebwerken und damit auch die entsprechenden Ratings zu erzielen. Eine Boeing 777 bietet zum Beispiel ein ETOPS 330 Rating, also mal ganz einfach gesagt 330 Minuten vom Ausweichflughafen entfernt, und das sorgt spätestens dann dafür, dass auch zweistrahlige Langstreckenflugzeuge jetzt diese Strecken fliegen können, exakt die gleichen Routen fliegen können wie ein ETOPS-freier Vierstrahler. Und unterm Strich sind die zwei Triebwerke dann schlicht und einfach effizienter als vier Triebwerke. Dem A340 wurde somit ab dem Moment, wo er auf dem Markt war, direkt seine Daseinsberechtigung entzogen. Das klingt irgendwie ein bisschen fies, aber genau das ist da passiert. Und auch wenn das ein bisschen schade ist, ist es trotzdem gut nachvollziehbar. Man kann sich jetzt zum Beispiel die kurz vor dem A340 rausgekommene Boeing 767 angucken. Bei vielen Fluggesellschaften immer noch ein wirklich zuverlässiger
zuverlässiges Arbeitstier und übrigens das Flugzeug mit den meisten Atlantiküberquerungen zwischen Nordamerika und Europa. Und das hat natürlich viele Gründe, aber ein Grund ist auch, dass das Flugzeug aufgrund seiner zwei Triebwerke sehr effizient zu betreiben ist. Wirklicher Konkurrent ist hier aber natürlich die Boeing 777, die unterm Strich sicherlich einfach das bessere Flugzeug ist. Oder der Kollege aus dem eigenen Haus, der A330. Gleiches Prinzip, auch vielversprechende Leistungswerte, aber vor allem deutlich effizienter durch seine zwei Triebwerke. Und vor allem durch den Fakt, dass zweistrahlige Flugzeuge genauso gut über den Atlantik fliegen können und dürfen wie vierstrahlige Flugzeuge. All das sorgte dafür, dass Airbus vom A340 in allen Versionen nur 375 Stück ausliefern konnte. Knapp 60 Mal wurde er dabei von der Lufthansa bestellt. Im Jahre 2011 wurde das ganze Projekt, das ganze A340-Projekt, dann knapp 20 Jahre nach dem Erstflug des A340 wieder eingestampft. Mit neuen, sparsameren Triebwerken hat man den A340 nie ausgerüstet, weil schlicht und einfach der Investitionsaufwand viel zu groß gewesen wäre und der Erfolg auch ganz sicher ausgeblieben wäre, denn nicht die Konzeption oder die Umsetzung oder ja, generell einfach der Bau des Flugzeuges war mangelhaft oder falsch, sondern die Anzahl 4 ist das Problem. Ein Flugzeug in der Größe, mit den Fähigkeiten in der heutigen Zeit, da sind das leider zwei Triebwerke zu viel. Eine schöne Info bleibt uns aber noch, neben der etwas schlechten Info, dass nach etwas mehr als 25 Jahren nur noch ziemlich genau die Hälfte aller A340 hier noch in Betrieb ist, von der Boeing 767 ganz nebenbei übrigens noch 70%. Beim A340, bei einem Unglück mit einem A340, ist noch nie einer ums Leben gekommen. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende Sache. Es gibt wenig Passagierflugzeuge, die eine gewisse Zeit in einer gewissen Stückzahl betrieben wurden, die noch nie ein Menschenleben gefordert haben. Somit weist der A340 natürlich eine sehr beeindruckende Sicherheitsstatistik auf. In den ganzen Jahren wurden 6 A340 so stark beschädigt, dass sie danach nicht mehr von der Fluggesellschaft genutzt werden konnten. Zuletzt ein A340-300 im Juni war das, glaube ich, in Frankfurt von der Lufthansa, der da Feuer gefangen hatte. Auch der musste leider abgeschrieben werden. Und damit war es das mit den beiden Videos zum A340. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, einen wunderschönen Sonntagabend euch noch und tschüss.